Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der eShop Selection. Wir sind Christoph Hent und Dennis Hiller von gamersglobal.de und wir stellen euch 6 Titel aus dem Onlineshop der Nintendo Switch vor. Unser erstes Spiel der heutigen Ausgabe ist Bloodstained: Ritual of the Night und das richtet sich ganz besonders an Fans älterer Castlevania-Teile. Kein Wunder, schließlich ist Koji Igarashi, einst Producer der altehrwürdigen Reihe, der kreative Kopf hinter Bloodstained. Allerdings zieht ihr dieses Mal nicht gegen Vampire in den Kampf, sondern gegen Dämonen. Ihr steuert Miriam, eine Scherbenbinderin. Das bedeutet, sie kann die Macht der dämonischen Feinde aufnehmen und sich selbst zunutze machen. So kommt es, dass ihr in den Kämpfen nicht nur auf Dolche, Schwerter und Morgensterne zurückgreift, sondern auch haufenweise Fähigkeiten einsetzt. Ihr lasst riesige Tentakeln erscheinen, verschießt Feuerbälle oder hetzt einen bösartigen Frosch auf eure Gegner. Auch wenn die Auseinandersetzungen mit kleinen und großen Feinden den Hauptteil von Bloodstained ausmachen, steht natürlich auch viel Erkundung auf dem Spielplan. Denn nur wenn ihr jeden Winkel des dämonischen Schlosses erforscht, dann findet ihr auch alle geheimen Kisten, Lebensupgrades und Scherben. Um gegen die Gegner zu bestehen, könnt ihr beim Alchemisten Johannes neue Ausrüstung schmieden oder eure vorhandenen Fähigkeiten verbessern. Dafür braucht ihr natürlich Rohstoffe, weshalb sich das bereits erwähnte Erforschen des Schlosses umso mehr auszahlt. Nicht nur beim Spielgefühl dürft ihr euch Bloodstained an alte Tage erinnern. Auch der orchestrale Soundtrack unterstreicht die Dämonenhatz stimmungsvoll. Für ihn verantwortlich zeichnet sich Michiro Yamane, die bereits zahlreiche Castlevania-Titel musikalisch untermalt hat. Auch imposante Bosse stellen sich euch in den Weg. Damit ihr gegen die eine Chance habt, müsst ihr ihre Angriffsmuster verinnerlichen und eure Fähigkeiten im Griff haben. Ganz allgemein gibt es im Bloodstained abseits der Hauptstory eine Menge zu entdecken und zu tun. Es lohnt sich beispielsweise immer, bereits besuchte Gebiete mit einer frischen Fähigkeit erneut zu erkunden und neue Pfade zu entdecken. In Brothers: A Tale of Two Sons spielt ihr die zwei Brüder Naya und Nayi, die es auf eine Reise voller Abenteuer und Gefahren verschlägt. Der Vater der beiden ist schwer erkrankt und seine einzige Rettung ist das Wasser des Lebens. Dessen Quelle allerdings befindet sich weit entfernt beim Lebensbaum. Was das Werk der Starbreeze Studios besonders auszeichnet, ist das eigentliche Spielkonzept. Ihr steuert nämlich gleich beide Brüder. Mit dem Analogstick des linken Joy-Cons bewegt ihr Naya, mit dem Stick des rechten Joy-Cons hingegen Nayi. Das ist in den ersten Minuten etwas ungewohnt, geht aber schnell in Fleisch und Blut über. Die Geschichte des Spiels wird komplett ohne Worte erzählt. Hier heißt es ganz klar, der Weg ist das Ziel. Lauft ihr zunächst noch durch kleinere Dörfer, schlagt ihr euch später auch durch Höhlen oder bei Nacht über Friedhöfe. Selbstverständlich stoßen die Brüder immer wieder auf Hindernisse wie Brücken, die über ein Laufrad hinuntergelassen werden. Ohne die gegenseitige Hilfe kommen die beiden jedenfalls nicht weit. Und sei es auch nur, dass der Größere dem Kleineren per Räuberleiter auf einen Vorsprung helfen muss. Gerade diese Rätsel sind es aber, durch die euch die beiden Spielfiguren von Brothers mit der Zeit immer mehr ans Herz wachsen werden. Auf eurer Reise begegnen euch auch regelmäßig andere Spielfiguren. Die erinnern wie auch die Spielwelt an die nordische Mythologie, etwa bei einem Riesen, der euch dabei hilft, einen Berg hinaufzuklettern. Doch nicht alle Kreaturen sind euch freundlich gesinnt. Einen anderen Riesen etwa müsst ihr überlisten und in einem Käfig einsperren. Wölfe hingegen müsst ihr mit einer Fackel von euch fernhalten. Erstmals gibt es auf der Switch auch einen Zwei-Spieler-Modus. Wenn ihr also möchtet, könnt ihr das Abenteuer der Brüder auch mit einem Freund gemeinsam auf der Couch erleben. In VA-11 Hall-A oder um es einfacher zu machen Valhalla, schlüpft ihr in die Rolle einer Barkeeperin in der gleichnamigen Kneipe. Ihr mixt und serviert Drinks, hört euch die Geschichten eurer Gäste an und nutzt die Pausen und den Feierabend, um euer Apartment aufzuhübschen. Angesiedelt ist die Handlung in der Cyberpunk-Stadt Glitch City. Die Menschen lassen ihre Körper mit Nanochips verbessern, die Kriminalitätsrate ist hoch. Die Valhalla-Bar selbst ist auch nicht unbedingt das, was man glamourös nennen würde, zieht dadurch aber eine interessante Klientel an. Die Kunden sind auch die eigentlichen Stars des Spiels. Egal ob Firmenboss, Elite-Soldatin oder ein Mädchen, das eure Chefin aufgelesen hat. Sie alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und das ist auch schon der Kern des Spiels. Ihr hört euch an, was die Trinker zu erzählen haben und erfahrt so immer mehr über die Geschichte der Stadt. Passend zum Cyberpunk-Setting von Valhalla ist der Soundtrack gehalten. Euch erwarten futuristische Synthwave-Tracks. Als besonderen Bonus könnt ihr vor Arbeitsbeginn eine eigene Playlist zusammenstellen, die dann den ganzen Tag überläuft.
Um den Redefluss eurer Kunden anzuregen, serviert ihr ihnen immer wieder Drinks. Oftmals sagen sie euch direkt, was sie wollen. Manchmal beschreiben sie ihre Gelüste aber auch nur vage. Dann gilt es, im Rezeptbuch ein Getränk zu finden, das eurem Gesprächspartner schmeckt. Doch auch wenn ihr den falschen Cocktail mischt, heißt es nicht Game Over. Stattdessen reagiert euer Gegenüber verärgert. Und manchmal wirkt sich dieser Unmut sogar auf den Verlauf der Geschichte aus. Ihr solltet aber bedenken, dass Valhalla nur in englischer Sprache vorliegt. Eine deutsche Textübersetzung gibt es nicht. Als nächstes Spiel präsentieren wir euch The Last Remnant Remastered. In dem klassischen JRPG schlüpft ihr in die Rolle des jungen Rush Sykes. Als seine Schwester Irina von einem geheimnisvollen fliegenden Wesen und dessen Vasallen entführt wird, beginnt für den Helden ein riesiges Abenteuer. Auf der Suche nach Irina verschlägt es Rush nach Atlum, wo er sich mit dem Marquis anfreundet. Der wiederum gibt ihm auch gleich Tipps, wo sich die Entführte aufhalten könnte. Doch natürlich lauern in den ersten Dungeons auch zahlreiche Feinde auf euch. Die Kämpfe in dem JRPG laufen in Runden ab. Das bedeutet, dass ihr und eure Gegner jeweils abwechselnd am Zug seid. Neben Standardangriffen könnt ihr auch auf Spezialangriffe zurückgreifen, die euch allerdings nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Früh im Spiel lernt ihr auch den Umgang mit Zaubern. Häufig seid ihr in Gruppen unterwegs, denen ihr getrennt voneinander Befehle gebt. Habt ihr den Dreh einmal raus, lassen sich auf diese Weise schnell Taktiken wie Flankenangriffe umsetzen. Eine Besonderheit des Kampfsystems von The Last Remnant ist das Moralsystem. Anhand einer dauerhaft im oberen Bildbereich eingeblendeten Leiste seht ihr, ob die Moral gerade zu euren Gunsten oder zu der eurer Feinde ausschlägt. Je höher eure eigene Moral, desto mehr Wirkung haben eure Treffer. Gewinnen jedoch eure Gegner an Oberhand, schwächt das umso mehr eure Verteidigung. Natürlich besteht The Last Remnant aber nicht nur aus Kämpfen in Höhlen oder Verließen. Zwischendurch dürft ihr beispielsweise auch die Stadt um die Burg von Atlum erkunden und dort bei Händlern neue Waffen einkaufen. Auch die Story entfaltet sich im späteren Verlauf immer mehr. Die Geschichte ist ein echtes Highlight des Rollenspiels. Euer Ziel in Slay the Spire ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einen Turm erklimmen. Doch auf dem Weg an die Spitze bekommt ihr es mit allerhand fiesem Getier zu tun. Das bekämpft ihr aber nicht wie in einem typischen Action-Titel, stattdessen müsst ihr Karten mit diversen Effekten ausspielen. In dem Genre-Mix aus Roguelike und Sammelkartenspiel kämpft ihr euch Ebene für Ebene nach oben, wobei die genaue Route durch den Turm nicht vorgegeben ist. Ihr geratet nicht nur in Kämpfe, sondern könnt euch auch in regelmäßigen Abständen an einem Lagerfeuer ausruhen und eure Lebensenergie auffrischen oder eine Karte zu einer stärkeren Version aufrüsten. In Truhen hingegen warten neue Relikte oder weitere Karten für euer Deck. Bei Zufallsereignissen müsst ihr euch auf alles gefasst machen. Hinter einem Fragezeichen können ebenso fiese Monster lauern wie ein Maskenhändler, von dem ihr mit Glück ein gutes Relikt erhaltet. In Slay the Spire stehen drei Helden für euch bereit. Jeder von ihnen bringt eigene Boni mit sich und startet mit weniger oder mehr Lebenspunkten und Geld sowie einem Grunddeck, bestehend aus Angriffs- und Verteidigungskarten. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Zu Beginn jedes Zuges erhaltet ihr drei Energiepunkte und ein frisches Blatt. Jede Karte verbraucht eine bestimmte Anzahl an Energie. Ihr müsst also gut überlegen, was ihr ausspielt. Relikte gewähren euch dauerhafte passive Effekte für die aktuelle Partie. Slay the Spire ist in mehrere Akte aufgeteilt. Am Ende eines jeden Abschnittes wartet noch ein Boss auf euch. Wenn eure Lebenspunkte auf Null sinken, dürft ihr wieder von ganz vorne anfangen. Typisch Roguelike eben. Zum Abschluss der heutigen Folge wagen wir einen richtigen Höllentrip. In Hellblade: Senua's Sacrifice begleitet ihr die keltische Kriegerin Senua, nämlich auf ihrem Weg nach Helheim, die altnordische Interpretation der Hölle. Für die sehr intensive Atmosphäre des Action-Adventures sorgt Senua's Psychose, durch die sie Stimmen hört und Visionen hat. What's happening? It's breathing. It's Auf die Reise in die Unterwelt macht sich Senua, um die Seele ihres Lebensgefährten Dillian von der toten Göttin Hela zurückzufordern. Dieser wurde bei einem Angriff der Nordmänner auf ihr Heimatdorf brutal ermordet. Auch wenn das Geflüster in eurem Kopf euch oft genug verspottet oder Unsicherheit weckt, an vielen Stellen ist es auch hilfreich. So warnen euch laute Ausrufe im Kampf gegen mehrere Gegner, wenn ihr von hinten attackiert werdet.
Um Hela zu erreichen, müsst ihr zunächst ihre beiden Helferlein Valravn und Surt besiegen. Auf dem Weg zu ihnen gilt es, zahlreiche Umgebungsrätsel zu lösen. So schreitet ihr beispielsweise durch Tore, die euch in eine andere Realität bringen, in der störende Wände eingerissen sind. In den Kämpfen gegen Hellas Schergen setzt ihr leichte und starke Schläge ein, ebenso wie Schildbrecher. Jeder erfolgreiche Treffer füllt eure Fokusanzeige. Ist sie aufgeladen, verlangsamt ihr die Zeit um euch herum und teilt schnell viele Hiebe hintereinander aus. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Bis zum nächsten Mal.